Hallo zur nächsten Folge von You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Heute zeige ich euch ein neues Dessert vom Grill. Es nennt sich Grilled Banana Chocolate Burrito. Wie ihr hören könnt, es wird kein Diätessen werden. Ich zeige euch mal, was wir dafür brauchen. So, das Rezept habe ich für 4 Personen geschrieben. Wir haben 4 Weizentortillas, 2 Bananen, Erdnussbutter, richtige Butter, Kuvertüre bzw. so Chocolate Chips und Mini-Marshmallows bzw. normale Marshmallows, die ich halt kleiner geschnitten habe. Wir fangen damit an, dass wir die Bananen schälen bzw. pellen und von beiden Seiten auf dem Grill ordentlich mit Hitze anbraten. Und dann machen wir weiter. So, in der Zeit, wo die Bananen auf dem Grill sind, bereite ich schon mal die Tortillas vor. Nehmt euch die Tortilla und streicht mit einem Messer oder mit so einer Winkelpalette Erdnussbutter auf die Tortilla. So, in der Zwischenzeit sollten unsere Bananen auch soweit sein. Ich schaue mal gerade nach. Wie ihr sehen könnt, sehen die gut aus. So, die Bananen teile ich einfach in der Hälfte. Lege jeweils eine Bananenhälfte dem Burrito. Dazu kommen jetzt die Mini-Marshmallows. So, die Tortillas habe ich soweit vorbereitet. Jetzt geht es ums Falten. Und zwar schlagt ihr jeweils so eine Ecke ein. Und dann rollt ihr sie so zusammen. Dass es also die Möglichkeit von allen Seiten zu ist. Und dann legen wir sie beiseite und machen die nächste. So, wenn du die Tortillas aufgerollt hast, dann bestreichen wir die jetzt noch mit Butter. So, nachdem du die Tortillas dann von allen Seiten mit Butter eingepinselt hast, legst du sie auf den Grill. Der sollte so um die 175 bis 200 Grad haben und dann so 2-3 Minuten, bis sie schön braun sind und dann ist das Innere auch schön heiß und geschmolzen. So, nach 4 Minuten von jeder Seite sieht das Ganze so aus. Es blubbert und jetzt nehmen wir es mal vom Grill und dann richte ich mal an. So, das ist also der Burrito, frisch vom Grill, schneiden wir an. So schaut das fertige Dessert dann aus. Der Grilled Banana Burrito mit ein bisschen Vanilleeis und frischen Erdbeeren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachgrillen. Bis zum nächsten Mal. You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen.